Schon wieder? Kann man während einer Schwangerschaft schwanger werden? Es ist selten, aber möglich. Wenn du bereits schwanger bist, ist dir wahrscheinlich nie in den Sinn gekommen, dass du wieder schwanger werden könntest. Was auch immer für Brötchen in diesem Ofen sind, es sind die einzigen, die du in den kommenden 40 Wochen backen musst, richtig? Nun, ich will dir keine Angst machen, aber es stellt sich heraus, dass du noch immer schwanger werden kannst, selbst wenn du es bereits bist. Bevor wir uns den Details zuwenden, solltest du unbedingt unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren, damit du keine täglichen Updates von der Sonnenseite des Lebens verpasst. Eine Schwangerschaft bei Menschen passiert, wenn zwei Gameten mit genetischem Material, das Sperma des Vaters und das Ei der Mutter, nach dem Sex aufeinandertreffen. Diese Befruchtung erzeugt eine Zygote, die sich dann in eine Gruppe von Zellen teilt, die Embryo genannt wird. Der Embryo wächst nach etwa 10 Wochen zu einem Fötus heran, der sich dann bis zur Geburt weiterentwickelt. Selbst normale Schwangerschaften können dir eine Menge abverlangen. Diese Art von Doppelschwangerschaft ist also eine ganz andere Nummer. Der Name für dieses Phänomen lautet Superfötation und tritt ein, wenn sich verschiedene Nachkommen in verschiedenen Stadien während der gleichen Schwangerschaftsdauer entwickeln. Grundsätzlich wird ein anderes Ei befruchtet, während das erste bereits in der Gebärmutter wächst. Dieses Phänomen kommt bei Tieren wie Nagetieren, Kaninchen, Schafen, Nerzen und Dachsen viel häufiger vor als bei Menschen. Es ist extrem selten, dass die Superfötation bei Menschen auftritt, und es gibt nur 10 dokumentierte Fälle. Ein neuerer Fall ist der von Julia Grovenborg. 2009 hat sie im Abstand von 2,5 Wochen eine Tochter und einen Sohn zur Welt gebracht. Biologisch gesehen ist der weibliche Körper so konstruiert, dass dies nicht geschieht. Hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft verhindern den Eisprung, die Freisetzung eines Eies aus den Eierstöcken in die zu befruchteten Eierleitern, und verdicken die Gebärmutterschleimhaut, um zu verhindern, dass sich ein anderer Embryo darin einnistet. Niemand ist wirklich sicher, warum einige Embryos es schaffen, diese Abwehrmechanismen zu überwinden, aber einige Geburtshelfer glauben, dass dies mit der Einnistung des ersten Embryos in die Gebärmutterwand zu tun hat. Wenn sich dies verspätet, dann verspätet sich auch der Anstieg der Hormone, was normalerweise eine Doppelschwangerschaft verhindert und was ein Zeitfenster für einen zweiten Embryo eröffnet. Diese zwei Embryonen werden als zweieiige Zwillinge angesehen, da sie aus zwei getrennten Eiern entstehen, die von zwei unterschiedlichen Spermien befruchtet werden. Im Gegensatz zu traditionellen zweieiigen Zwillingen hat jedoch jeder der Föten in einer Superfötationsschwangerschaft unterschiedliche Fälligkeitsdaten, um ihre unterschiedlichen Empfängnisdaten wiederzuspiegeln. Es ist ziemlich schwer, ein Baby zur Welt zu bringen und das andere im Bauch zu behalten, sodass die normalerweise zusammen ausgetragen werden. Dies birgt für den älteren Fötus nicht viele Risiken, aber der jüngere wird wahrscheinlich vorzeitig geboren. Das Frühgeborene ist kleiner als sein Geschwisterchen und hat ein höheres Risiko für bestimmte Geburtsfehler und Entwicklungsverzögerungen. Julia Grovenbergs Zwillinge waren jedoch eine Ausnahme von dieser Regel. Ihre Tochter Jillian wurde am 24. Dezember 2009 geboren und ihr Sohn Hudson am 10. Januar 2010. Wenn die Superfötation bei Menschen nur selten vorkommt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer doppelten Schwangerschaft bei denjenigen, die Hormone für eine IVF erhalten. Das Erhöhen deiner Fruchtbarkeit durch IVF stimuliert deine Eierstöcke über das normale Maß hinaus, sodass es wahrscheinlicher ist, dass sie mehr Eier zur Befruchtung freigeben. Leihmütter werden oft IVF-Behandlungen unterzogen, um bei der Empfängnis zu helfen, und sind daher anfälliger für die Superfötation. Im Jahr 2016 trug eine kalifornische Frau, die als Leihmutter für ein chinesisches Ehepaar agierte, nicht nur deren Kind, sondern auch ihr eigenes aus. Richtig, sie brachte Zwillinge zur Welt, die nicht einmal verwandt waren. Für einen Fall wie diesen gab es offensichtlich keinen rechtlichen Präzedenzfall, aber am Ende hat alles geklappt. Die Leihmutter und ihr Ehemann konnten ihr Baby nach Hause bringen und das chinesische Ehepaar behielt ihr Baby. Das ist ziemlich faszinierend, oder? Dies hat dich vermutlich neugierig gemacht und vielleicht hast du gerade einen Google-Tab geöffnet, um mehr zu erfahren. Nun, du bist nicht alleine. Laut einer Google-Umfrage von 2014 nutzen neue und werdende Eltern diese Suchmaschine doppelt so häufig wie andere.
Wenn du erfährst, dass Menschen ohne Kinder 3,5 Milliarden Mal am Tag Google nutzen, werden die Dinge relativiert. Jeder möchte wissen, was zu erwarten ist, und Google hat alle Antworten. Google sagt ihnen meistens, dass sie sich darauf einstellen müssen, viel Geld auszugeben. Ich weiß, es ist nicht das, was werdende Eltern hören wollen, aber es ist die Wahrheit. Du kannst im ersten Jahr deines Babys bis zu 5.500 Euro ausgeben. Notwendigkeiten wie Essen, Windeln und Kleidung sind nicht billig. Ebenso musst du einen Einkommensrückgang berücksichtigen, wegen Vaterschafts- und Mutterschaftsurlaub. Wenn du nicht genug Geld für die Ankunft deines Kindes gespart hast, mach dir keine Sorgen. Google kann dir sagen, wo und wann du einkaufen sollst und wie du Kleidung änderst oder wiederverwenden kannst, um gute Ware für dein Geld zu bekommen. Dies kann besonders im Falle einer Superfütterung nützlich sein, da die unterschiedlichen Schwangerschaftsalter der Zwillinge eines der Kinder viel kleiner werden lassen kann als das andere. Wenn das ältere Baby aus etwas herauswächst, kann es an das jüngere weitergegeben werden. Bevor du dich an Google wendest, um die Wahrscheinlichkeit einer doppelten Schwangerschaft herauszufinden, lass uns dir die Antwort geben. Es ist extrem selten. Wenn du dich keinen IVF-Behandlungen unterziehst, hast du keinen Grund zur Sorge und selbst dann sind die Chancen gering. Wenn du Bedenken wegen deiner Schwangerschaft hast, wende dich bitte an deinen Geburtshelfer. Gib diesem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat, und teile es mit den anderen Eltern in deiner Geburtsvorbereitungsgruppe. Klick dann Abonnieren und komm mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Bye bye!